Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ORF3-Wahlnachlese hier aus dem Wahl24-Studio. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es ist der Tag nach der EU-Wahl, an dem sich die politische Landkarte verändert hat. Rechte Parteien haben bei dieser Wahl in mehreren Ländern Erfolge erzielt. Trotz der Gewinne der Rechtsaußenparteien konnte die EFP, die Europäische Volkspartei, aber ihren ersten Platz im EU-Parlament ausbauen. In Österreich ist die FPÖ erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf Platz 1 gekommen. Für Feierstimmung bis in die Nacht hinein sorgt der historische Sieg bei der FPÖ. Ich bin unglaublich froh. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich möchte fast sagen, ich bin ein wenig gerührt. Auch die Neos haben Grund zum Feiern. Sie erhalten künftig 2 Mandate im EU-Parlament. Der große Verlierer, die ÖVP. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ich kann auch den Wählerinnen und Wählern versprechen, dass ich die Botschaft verstanden habe. Es gibt eine große Unzufriedenheit, die ist auch heute sichtbar geworden. Bei der SPÖ zeigt man sich wehmütig, aber kämpferisch für die Nationalratswahl. Wir werden diese FPÖ in der Nationalratswahl auf ihre Schranken und in ihre Schranken verweisen können. Gedämpfte Stimmung auch bei den Grünen. In vielen Ländern Europas haben die rechten Parteien stark abgeschnitten. In Frankreich erreicht die rechtsnationale Partei um Marine Le Pen mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Partei von Präsident Macron. Wir sind bereit, das Land umzukrempeln. Wir sind bereit, die Interessen der Franzosen zu verteidigen. Frankreichs Präsident Macron löst als Reaktion das Parlament auf und ruft Neuwahlen aus. Für mich, der Europa immer als vereint, stark, unabhängig und gut für Frankreich betrachtet hat, ist dies eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann. Auch in Deutschland gewinnt die rechte AfD deutlich dazu, trotz jüngster Skandale um ihren Spitzenkandidaten. Wir haben ein super Ergebnis eingefahren. Zweitstärkste Kraft und stärkste Kraft im Osten. Europaweit konnten aber die konservativen Parteien einen klaren Wahlsieg erzielen und sogar dazu gewinnen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich zufrieden und will wieder Präsidentin der EU-Kommission werden. Yes, I am confident, but of course. Ich bin zuversichtlich, aber ich weiß, dass noch viel harte Arbeit vor mir liegt. Und ich freue mich darauf. Ich bin definitiv zuversichtlich, was meine Kandidatur für die zweite Amtszeit betrifft. Europa rückt nach rechts. Konservative und rechte Parteien gewinnen stark dazu. Am stärksten verlieren hingegen die europäischen Grünen und die Liberalen. Ein Bericht von Ronita Ferner. Und über den Ausgang der EU-Wahl hier in Österreich und was das alles bedeutet, möchte ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier sprechen. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Filzmaier. Einen wunderschönen Nachmittag nach einem langen Wahlabend. Ja, wir haben schon gehört, die FPÖ ist zum ersten Mal bundesweit vorne. Wieso zieht die FPÖ so viele Wählerinnen und Wähler an? Woran liegt's? Es gibt sicher eine für die FPÖ günstige Themenlandschaft. Im Mittelpunkt standen ja aus Sicht der Wählerinnen und Wähler Zuwanderung und Sicherheit. Das sind jene beiden Themen, die die FPÖ sich in der öffentlichen Debatte wünscht. Und natürlich ist das Zuwanderungsthema jetzt ein größeres als beispielsweise in den Pandemiejahren. Die FPÖ ist aber auch sehr geschickt, andere Themen damit zu überlagern. Beispielsweise wird die FPÖ nicht gewählt wegen ihrer Bildungspolitik. Und das ist keine persönliche Meinung von mir, sondern durch Wahlforschungsdaten nachweisbar. Man glaubt nicht, dass unsere Kinder pädagogisch besser unterrichtet werden, wenn die FPÖ auf dem ersten Platz landet. Die FPÖ wird auch nicht gewählt wegen ihrer gesundheitspolitischen Ansätze. Man glaubt nicht, dass man medizinisch besser behandelt wird in einem Krankenhaus, wenn die FPÖ Erster bei einer Wahl ist. Aber wenn es der FPÖ gelingt, bildungspolitisch zu diskutieren, haben wir zu viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache in den Schulklassen. Oder warte ich bei den Ärztinnen und Ärzten im Spital zu lange, weil so viele nicht österreichische Staatsbürger vor mir stehen in der Schlange und auf die Behandlung warten, dann ist es der FPÖ sehr gut gelungen, das eigene Wunschthema über die anderen Themen zu legen. Und das kann sie sehr gut. Verluste hingegen hat es bei der ÖVP und der SPÖ gegeben, die ehemaligen großen Parteien. Was bedeuten denn diese Ergebnisse?
Beide Parteien, obwohl der Abstand zur FPÖ relativ klein ist, stehen vor der Herausforderung, die Frage schlüssig zu beantworten, warum sollte ich das bis zur Nationalratswahl aufholen? Weil trotz kleinen Rückstandes ist ja zu beachten, dass die FPÖ eher bei EU-Wahlen ein Mobilisierungsproblem hat und damit bei Nationalratswahlen noch etwas besser abschneidet. Die ÖVP versucht das offenkundig, indem sie noch mehr Themen der FPÖ besetzen will, also auch die Zuwanderung in den Mittelpunkt stellt, aber beispielsweise sich selbst auch als die Autofahrerpartei darstellen will, was die FPÖ ebenfalls tut. Bei der SPÖ geht es ein bisschen darum, Bablers Marke, eine Aufbruchstimmung zu vermitteln, aufrechtzuerhalten. Denn das ist ihm ein bisschen misslungen, ohne dass er was dafür konnte, nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, denn die war chaotisch und da hat sich die SPÖ ja mit falscher Zählung der Stimmen eher zur unfreiwilligen Lachnummer gemacht, aber Babler war daran unschuldig. Nur jetzt hätte eine Basis für diese ja sehr emotionalen Reden von ihm gebraucht und das wäre ein besseres Wahlergebnis gewesen. Inhaltlich muss die SPÖ schaffen, mehr die Sozialpolitik, das will sie auch selbst in den Mittelpunkt zu stellen, denn beim Hauptthema Zuwanderung wird es schwierig, denn entgegen allen Beteuerungen, man hat noch keine wirklich einheitliche Position. Da beispielsweise sagt zunächst der SPÖ-Clubobmann Kucher, wir werden auch straffällige Asylwerber abschieben, wie der deutsche sozialdemokratische Bundeskanzler vorgeschlagen hat. Kurz später wird wieder zurückgerudert. Was weiß man denn genau über die Wählerströme? Sind die ehemaligen FPÖ-Wählerinnen und Wähler jetzt zur, ÖVP-Wählerinnen und Wähler jetzt zur FPÖ gegangen? Ja, nach den Wählerstromanalysen, die nichts mit Umfragen zu tun haben, sondern ein statistisches Verfahren der multiplen Regression, sind circa 220.000 Wählerinnen von der ÖVP in der EU-Wahl 2019 jetzt zur FPÖ gegangen. Man soll aber nicht unterschätzen den Austausch mit dem Nichtwählerlager, denn die ÖVP hat so ungefähr 120.000 Wählerinnen und Wähler auch an die Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler verloren. Das gilt für alle Parteien natürlich bei sinkender Wahlbeteiligung. Die SPÖ hat von den Grünen etwas dazu gewonnen, aber eben bei weitem nicht genug, um da wirklich vorzurücken in der Platzreihenfolge. Und auch die Neos haben bei den Grünen gepunktet. Bei den Grünen zeichnet sich auch gerade ab, dass Thomas Weitz, der Listenzweite, wohl durch die Vorzugsstimmen vor Lena Schilling, also den Listenplatz 1, überholen könnte. Welches Zeichen wollten hier die Wählerinnen und Wähler setzen? Es ist offenbar ein Bekenntnis von Grünwählerinnen und Grünwählern zu ihrer Partei, aber auch ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit Lena Schilling, denn Thomas Weitz hat, es tut zwar jeder Politiker irgendwie, aber nicht gar so explizit einen Vorzugsstimmenwahlkampf geführt. Es ist so, ab 5% der Parteistimmen wird man vorgereiht, wenn jemand, der vor einem steht, auf der Parteiliste nicht noch mehr Vorzugsstimmen hat, und das hat Lena Schilling nicht. Einfluss auf die künftige Tätigkeit im EU-Parlament hat es allerdings genau null, denn die Grünen haben 2 Mandate und die Listen erste Schilling und der Listen zweite Weitz werden diese Mandate auch annehmen, und auch wer die sehr kleine Delegation dann leitet in Brüssel seine Parteientscheidung und hat nichts mit der Vorreihung durch Vorzugsstimmen zu tun. Jetzt möchte ich noch kurz über die Trendprognose sprechen. Die erste war ja gestern um 17 Uhr. Die Ergebnisse sind dann um 23 Uhr gekommen und sind davon etwas abgewichen. Wie ist denn das zu erklären? Es ist damit zu erklären, dass die Sehnsucht nach der Kristallkugel unerfüllbar ist. Es wurde sehr transparent und wirklich durchgehend am Abend darauf hingewiesen, dass diese Trendprognose eine Schwankungsbreite von plus minus 2,5 Prozentpunkte hat. Am Ende des Tages waren es nur ca. 1,5 Prozentpunkte Abweichung bei der FPÖ, bei anderen Parteien sogar 1% oder geringer. Das ist also eine ziemlich genaue Prognose im Rahmen des Realistischen. Das Dilemma ist nur auch die Macht der Bilder, dass wir eine Wunscherwartungshaltung haben, um 17 Uhr alles punktgenau zu erfahren. Das ist nicht möglich. Was man eventuell besser tun könnte, aus meiner Sicht, wäre auch grafisch, weil es eben die Macht der Bilder gibt, was immer man mündlich noch dazu sagt, diese Schwankungsbreite bei den Balkendiagrammen auch auszuweisen. Wie verlässlich ist denn jetzt dieses Ergebnis? Kann sich dadurch die Wahlkarten noch etwas verschieben?
Nein, es gibt zwar auch jetzt bei der Wahlkartenprognose noch eine Schwankungsbreite, aber die ist nur mehr plus minus 0,3%. Das heißt, wenn sie in beide Richtungen ausschlägt, maximal einen Abstand von 0,6% könnte noch eine Veränderung bewirken. Aber die Parteienreihenfolge ist nun so, dass alle weiter voneinander entfernt sind und es fehlt auch jeder Partei so viel auf ein zusätzliches Mandat oder man hat so viel Luft nach unten, dass man kein Mandat mehr verlieren wird, dass sich also auch bei der Mandatsverteilung, wenn es nicht irgendeinen Datenfehler gibt, nichts mehr ändern kann. Damit sage ich vielen Dank, Peter Vilsmaier. Ich bedanke mich herzlich. Ja, und die Wahl verläuft ja heute nach der EU-Wahl wie jeder andere Nachwahltag. Ihre Spitzenpolitiker nehmen sich traditionell frei. Parteichef Herbert Kickl hat aber schon gestern Abend sein Ziel für die Nationalratswahl skizziert. Er möchte den ersten Platz belegen und den Kanzleranspruch stellen. Eine Mehrparteienkoalition soll auch verhindert werden. Als erster über die Ziellinie bei einer Bundeswahl. Für die FPÖ eine Premiere und Grund für eine große Wahlparty in einem Wiener Innenstadtlokal. Den Funktionären und dem Parteichef ist aber klar, der größere Schritt ist die Nationalratswahl im Herbst. Aber was, wenn die FPÖ gewinnt, aber keinen Koalitionspartner findet? Führt Herbert Kickl diesbezügliche Gespräche? Ich bin jetzt nicht bereit, irgendwo hinter irgendwelchen Tapetentüren oder in irgendwelchen Hinterzimmern etwas auszumauscheln. Das überlasse ich den anderen, sondern jetzt ist der Wähler am Wort. Und ich bin ehrlich gesagt ein wenig überrascht, um nicht zu sagen entsetzt, dass ich der einzige von den wahlwerbenden Parteien, von den Spitzenkandidaten bin, der den Satz herausbringt, dass er den Kanzleranspruch nur stellt, wann er stärkster wird, aber nicht, wenn er Zweiter wird oder Dritter wird. Das Schlimmste wäre eine Regierung aus drei oder vier Parteien, so Kickl. Das brauche man nicht in instabilen Zeiten. Und dass seine Partei nach dem gestrigen Wahlsieg für den Herbst schwer zu motivieren sei, das sei mit Sicherheit nicht der Fall. Und über die EU-Wahlergebnisse in Österreich möchte ich jetzt gleich sprechen. Und dazu begrüße ich die Kommunikationsexpertin und ehemalige Strategieberaterin der ÖVP, Heidi Glück. Grüß Gott. Vielen Dank fürs Kommen. Und ich darf begrüßen den Kommunikationsberater und ehemaligen Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Josef Kallinan. Hallo. Bevor wir über die FPÖ sprechen, werfen wir zu Beginn einmal einen Blick auf die Ergebnisse der gestrigen EU-Wahl. Welche Überraschungen hat der Wahlabend für Sie gebracht? Ja, erstens einmal sind die Bäume für die FPÖ nicht in den Himmel gewachsen. Und das Ergebnis ist doch um einiges niedriger, als es prognostiziert worden ist. Die ÖVP hat mehr zugelegt, als sie selber geglaubt hat, dass sie es kann. Die Grünen sind, würde ich einmal sagen, mit einem grünen Auge davongekommen. Und die Affäre rund um die Lena Schilling ist offenbar doch kein so großes Thema gewesen. Die wirklichen Gewinner, würde ich einmal sagen, sind die Neos. Die haben tatsächlich ordentlich zugelegt. Und die SPÖ ist mitgeschwommen und hat zumindest sozusagen das halten können, was sie das letzte Mal auch erreicht hat. Herr Kallinan, wie ordnen Sie denn die Ergebnisse der gestrigen EU-Wahl ein? Also was mich überrascht hat und dann gleichzeitig doch wieder nicht überrascht war, dass die Freiheitlichen nicht so hoch gekommen sind, wie wir in den Umfragen davor gesehen haben. Wir haben sie stets bei 27 plus eher gehabt, der Beteig und ich. Und es zeigt sich nur, dass dann doch wieder der klassische FPÖ-Wähler ist für so eine EU-Wahl schwer mobilisierbar. Das war auch dieses Mal der Fall. Ich hätte gedacht, diesmal geht es sich so aus, dass die sozusagen da drüber kommen. Aber im Prinzip war es keine große Überraschung. Die FPÖ ist als Nummer 1 rausgegangen. Wer Zweiter, Dritter wird, war too close to call, ist auch jetzt wahnsinnig knapp. Und dass die Grünen und die Neos auch wieder in Schlagweite liegen, ist auch keine große Überraschung. Bleiben wir noch kurz bei der FPÖ. Sie ist ja auf Platz 1 gekommen. Auf was ist dieses Ergebnis zurückzuführen? Waren es die Themen? War es gerade der Spitzenkandidat? Es waren eindeutig die Themen. Man sieht das auch in allen Nachwahlanalysen und Befragungen. Es hat nach dem Abklingen des Themas Teuerung, das monatelang, eigentlich ein Jahr lang, zum Österreich in Bann gehalten hat, ist wieder das Thema der Zuwanderung sehr stark in den Fokus gerückt durch Ereignisse in Österreich, Messerstechereien durch den Vorfall da in Deutschland. Ist das wieder stärker geworden. Und da ist die FPÖ einfach der Schmied und die anderen sind der Schmiedel. Und das hat wohl dazu geführt, dass man sozusagen auf dieser Stimmung, dass der Wilimski und Covid auf der Stimmung reiten konnten.
FPÖ-Bundespartei. Obmann Herbert Kickl hat gestern gesagt, der erste Schritt ist getan, der zweite kommt. Ist jetzt davon auszugehen, dass die FPÖ mit diesem Selbstbewusstsein noch mehr Zulauf dann im Herbst bekommen wird? Das würde ich so gar nicht prognostizieren wollen, das ist nicht gesagt. Jedenfalls ist die Ausgangslage auch für alle Parteien letztlich oder zumindest für die SPÖ, die ÖVP und die FPÖ eine neue, weil es jetzt darum geht, dass drei annähernd gleich starke Parteien um den Kanzlersessel rittern. Und da ist nicht gesagt, sozusagen, wer dann letztlich als Sieger herausgeht. Jedenfalls ist es die Chance auch für die ÖVP, diesen ersten Platz wieder anvisieren zu können und das auch glaubwürdig zu machen. Man hat ja den Eindruck gehabt, sie hat sich ohnehin mit dem Platz 2 schon abgefunden. Jetzt sind sie ja nur mehr ungefähr um die 30.000 Stimmen von der FPÖ entfernt. Bei der SPÖ ist der Unterschied ein bisschen größer, da liegt es ungefähr bei 50.000. Aber diese 30.000 Stimmen Abstand zur FPÖ sind eigentlich mit einem guten Wahlkampf einzuholen. Und das gibt der ÖVP hoffentlich neuen Aufwind, dass sie sich trotzdem, dass sie jetzt 10% verloren hat, auf die Nummer 1 wieder einstellt. Sie haben es gerade erwähnt, die ÖVP verliert knapp 10%. Ein zweistelliges Minus ist historisch für die Partei. Wie ist denn das Ergebnis der ÖVP zu bewerten? War Lopatka der richtige Spitzenkandidat? Ja, ich denke, er war der Richtige. Er hat sich auch sehr engagiert im Wahlkampf eingebracht. Und das zeigt auch letztlich das Ergebnis, dass er doch wesentlich besser ausgegangen ist, als die Prognosen es gezeigt haben und als es die Partei selber geglaubt hat. Heute hat sich auch Generalsekretär Stocker zu dem Wahlergebnis geäußert und wir würden da kurz reinhören. Ich habe das gestern schon mehrfach angesprochen. Wir glauben, dass diese Wahlen deshalb nicht vergleichbar sind, weil auch unser Land, unsere Gesellschaft sich in diesen Jahren seit 2019 verändert haben. Und weil diese Veränderungen dazu geführt haben, dass auch für die Volkspartei jede Stimme neu zu gewinnen ist und jedes Vertrauen neu zu gewinnen ist. Wir haben 2019 eine Ausnahmesituation gehabt, wo unmittelbar nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Videos die Europawahlen stattgefunden haben und im Eindruck all dieser Umstände das Wahlergebnis 2019 zustande gekommen ist. In der Zwischenzeit war es so, dass die Volkspartei durchaus schwierige Zeiten durchlebt hat. Und deshalb ist die Stimmung eine gute, weil unter all diesen Voraussetzungen und bei Berücksichtigung all dieser Umstände es nicht erwartbar war, dass die Volkspartei, der alle den sicheren dritten Platz zugewiesen haben, bevor wir in diese Wahlauseinandersetzung gegangen sind, letztlich ganz knapp nicht Erster geworden ist. Soeben der ÖVP-Generalsekretär Stocker. Wie ist denn diese Aussage zu bewerten? Hört man da heute schon andere Töne als noch gestern? Zumindest hört man andere Töne als gestern am Nachmittag, als die Wahlprognosen noch für die ÖVP wesentlich unklarer waren, sagen wir so. Aber ich denke, die ÖVP hat es hoffentlich verstanden, dass sie für die Nationalratswahl eigentlich sich auf ihre eigenen Themen konzentrieren muss, auch dort, wo sie sozusagen die Themenführerschaft hat. Und die hat sie nicht im Themenbereich der Sicherheit oder der Migration. Da ist die FPÖ wesentlich stärker dran. Ich glaube, sie müsste sich stärker auf die wirtschaftspolitischen Themen wieder konzentrieren. Das ist die eigentliche USP. Sie muss die Wirtschafts- und Wohlstandspartei sein. Und ich denke, wenn sie da klarere Konturen aufbaut bis zur Wahl und die Leute überzeugen kann, dann hat sie auch die Chance, dass sie auch dort wieder ansetzen kann, wo sie früher Wahlen gewonnen hat. Wie wird es denn jetzt weitergehen mit der ÖVP, auch mit Blick auf die Nationalratswahlen im Herbst? Könnte da ein Match ÖVP gegen FPÖ sein? Das wird ein Kanzlerduell werden, ganz bestimmt zwischen Kickl und Nehammer. Da tut sich natürlich die SPÖ aus der Position des Dritten jetzt wesentlich schwerer. Aber man wird sehen, letztlich sind es trotzdem drei Parteien, die um diesen Kanzlersessel jetzt kämpfen müssen. Dann blicken wir jetzt weiter auf die SPÖ. Die ist ja gestern dann auf Platz 3 gelandet. Wie sehr schmerzt denn dieses Ergebnis für die SPÖ? Naja, ich glaube, das schmerzt schon ordentlich, weil Sie dürfen nicht vergessen, diese Bundesregierung aus ÖVP und Grünen ist eine der unbeliebtesten Regierungen, die Österreich je hatte. Die Leute finden sie nicht sympathisch und sie trauen dieser Regierung nichts zu.
erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die substanziellen Ergebnisse der Regierungsarbeit sind eigentlich erschütternd. Wir sind die Letzten beim Wachstum in Europa, wir haben die höchste Inflationsrate lang gehabt. Also alle Fundamentaldaten, die man von einer Regierung erwarten würde, passen nicht. In so einer Situation als größere Oppositionspartei eigentlich keinen Zuwachs, sondern sogar nur ein leichtes Minus, ist einfach keine, das ist eine Enttäuschung, gar keine Frage. Ja. Die Roten haben ja auch den grünen Wählern eigentlich ein Angebot gemacht. Sie haben sich dann auch den Fokus, den Klimaschutz beispielsweise genommen. Aber warum hat das nicht gereicht für die SPÖ? Schauen Sie, ähnlich wie Heidi Glück, ich glaube, alle Parteien tun gut daran, sich um ihren Markenkern zu kümmern. Ja? Und der ist in der Sozialdemokratie nun einmal Soziales, Gesundheit, Bildung, schon auch Wirtschaft von einer sozialdemokratischen Seite her. Und dass man sozusagen den Klimaschutz mit berücksichtigen muss, ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das leugnet ja nur die Freiheitliche Partei. Das tun ja alle anderen Parteien nicht. Da geht es um die Frage, wie baue ich das aber wirtschaftlich ein. Daher glaube ich nicht, dass das ein Angebot an die Grünen war, sondern eine Notwendigkeit. Aber der Punkt ist, das Fokussieren muss ich mich als Sozialdemokratie auf die Kernthemen, warum die Leute seit Jahrzehnten sozialdemokratisch wählen. Und das sind einmal die Punkte, die ich da aufgezählt habe. Auch der SPÖ-Parteivorsitzende Andreas Babler hat sich heute zu Wort gemeldet. Mit dem Ergebnis der gestrigen EU-Wahl zeigt er sich nicht zufrieden. Wir hören einmal rein. Der Anspruch der Sozialdemokratie ist immer, Erster zu werden. Also insofern sind wir nicht zufriedengestellt mit dem Ergebnis, das gestern oder heute am Abend oder morgen zu Mittag auch feststehen wird. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir umso motivierter, umso leidenschaftlicher sind, um jetzt auch mit mir in den Ring zu steigen als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, um Erster zu werden. Wir haben eine Situation erlebt, dass uns viele dieser Umfragen begleitet haben der letzten Wochen, wo es geheißen hat, es ist unaufholbar, die Freiheitliche Partei liegt mit über 8, manchmal 10% vor der Sozialdemokratie. Und jetzt haben wir einen offenen Dreikampf vor uns, alle innerhalb einer Range von 2,2-2,5% tatsächlich. Und jetzt startet natürlich auch dieser Dreikampf für die Nationalratswahl. Für uns geht die Aufholjagd ungebremst weiter, die wir gestartet haben, mit aus einer schwierigen Situation voriges Jahr kommen. Vor einem Jahr, wenn Sie sich erinnern können an diese Räumlichkeiten, dass wir uns stabilisiert haben, noch nicht genug Kraft entwickelt haben, aber sehr zuversichtlich sind, jetzt dann diese Aufholjagd auf den Boden zu bringen. Und ich bin zuversichtlich, dass die Sozialdemokratie jetzt auch mit mir an der Spitze, mit einem breit aufgestellten Team, mit einer starken Clubführung auch im Parlament, mit all den Organisationen, die mit uns auch in diesen Wahlkampf ziehen, gut mobilisieren können. Und wenn wir gut mobilisieren können, dann sehen wir aus gestern heraus, dass es ein großes Mobilisierungspotenzial noch der Sozialdemokratie gibt. Ich sage ganz ehrlich zu, wir haben bis auf das eine Ausnahmejahr 2019, das von Ibiza dominiert war, die Sozialdemokratie immer stärker bei Nationalratswahlen realisieren lassen als bei europäischen Wahlen. Das wissen wir, deswegen legen wir Hauptaugenmerk auf die Mobilisierung. Es war eine gute Diskussion, die wir geführt haben in den Parteigremien, aber mit völliger Entschlossenheit, jetzt alles zu tun, um die SPÖ auf Platz 1 zu kriegen. Andreas Babler ist jetzt ein Jahr Bundesparteiobmann der SPÖ. Wo steht denn die Partei jetzt? Ich sehe keine großen Veränderungen gegenüber der Vorgängerin. Also es ist noch in den Umfragen nicht viel passiert. Er persönlich hat in den letzten Monaten bei den SPÖ-Sympathisanten ein wenig an Sympathie zulegen können. Aber das hat sich in den Sonntagsfragen noch nicht ausgewirkt. Das, wovor ich warne, in dem Fall die SPÖ, aber auch die ÖVP, diese Kanzlerduell-Situationen. In Wahrheit, von den dreien, die da zur Frage stehen, hat niemand einen Kanzlerbonus. Die Leute wollen die alle mehrheitlich nicht als Kanzler haben. Weder den Herrn Kickl noch den Herrn Nehammer, der Kanzler zu ist, noch den Herrn Babler. Meiner Meinung nach müsste es eher darum gehen, sozusagen, was sind die fundamentalen Leistungen einer Regierung und was kann ich mir erwarten, was mache ich besser. Die Leute wollen mit der E-Card die gleiche Leistung haben und wollen nicht mit einer Zusatzversicherung zum Arzt gehen müssen, damit sie nicht ewig lang warten wollen. Die Leute wollen einen Schulplatz für ihr Kind, wo sie ihr Kind gut aufgehoben wissen wollen. Auf das würde ich mich konzentrieren. Und in der Zuwanderung, wo ja die SPÖ heute
klugerweise einmal eine Linie beschrieben hat. Da geht es darum, dass den Leuten es reicht, dass sie von der Regierung, aber von allen Parteien ein bisschen am Schmeck halten werden, weil ich erinnere mich, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist, im Gegenzug zu dem, was der Kurz vorher gesagt hat. Und nach wie vor Hunderte über die grüne Grenze marschieren. Und wir kriegen die falschen Leute rein, nicht die, die wir für den Arbeitsmarkt bräuchten, weil die holen wir deswegen nicht, weil wir sie alle vor der FPÖ so fürchten, vor der geordneten Zuwanderung. Aber nach wie vor kommen die Leute über die Grenze rein. So, und da braucht es ein Signal von all den Parteien, aber natürlich vor allem von der Regierung, dass das auch passiert. Und da hat die SPÖ meiner Meinung nach als Opposition bessere Karten, weil sie das von der Regierung erfordern kann. Wo wird denn wer abgeschoben nach Afghanistan oder wurscht wohin? Na, gar nichts. Ja? Alles Schmäh. Der Orban stellt uns jeden Tag die Leute sozusagen tagsfrei über die Grenze. Und was machen wir damit? Nichts. Die werden hier registriert, dürfen nicht arbeiten, übrigens auch ein Blödsinn. Ja? Also, und auf das würde ich mich konzentrieren, weil für die Leute ist ja nicht ein Kanzlerduell wichtig, sondern für die Leute ist wichtig, welche Politik wird künftig gemacht. Das heißt, Frau Glück, welche Themen werden denn wichtig sein im Herbst bei den Nationalratswahlen? Ich glaube, den Leuten ist schon sehr wichtig, dass erstens einmal die Arbeitsplätze gesichert werden. Das heißt, es braucht eine gute Basis für die Wirtschaft. Die Frage ist, ob die Lohnnebenkosten nicht ein Thema sind, die das ÖVP-Publikum sehr klar ansprechen kann. Das sind sozusagen die Mittelschicht, ja, auch die kleinen und mittelständischen Unternehmer. Es ist das große Potenzial der zwischen 30- und 50-Jährigen, wo die ÖVP noch am meisten sozusagen dazu gewinnen kann. Ich glaube, denen ist auch wichtig, dass die Kinder eine gute Schulbildung bekommen, dass das Schulsystem ein effizienteres ist, eines, das besser auf die neuen Themen auch vorbereitet ist. Ich glaube auch, das Thema Gesundheit ist schon ein wesentliches, dass man eben auch ein MRT kriegt, dass man nicht ewig warten muss auf irgendein Krankenbett. Sicher auch die Absicherung der Pensionen. Ja. Aber ich denke, insgesamt könnte sich vor allem die ÖVP auch ein bisschen mehr mutige Ansagen leisten. Also man hat das jetzt auch gesehen bei den Neos. Die haben das vereinte Europa gefordert, das wahrscheinlich keine Mehrheit in Österreich finden würde, aber es hat ihre Zielgruppe angesprochen. Und ich glaube, das Fokussieren auf die Zielgruppe, die man erreichen kann, die ÖVP muss nicht 70% der Wählerschaft ansprechen, aber wenn sie 30% anpeilt, ja, und dann 27-28% kriegt, wird sie wahrscheinlich bei der Gewinnerpartei dabei sein. Kommen wir jetzt zu den Grünen. Die blicken ja auf einen sehr turbulenten Wahlkampf zurück. Aber wie sehr hat sich denn jetzt die Causa rund um Lena Schilling auf das Wahlergebnis tatsächlich ausgewirkt? Ja, wenn man sich die Analysen anschaut, dann hat es offenbar keine besondere Auswirkung gehabt, da die Wählerinnen und Wähler nicht so sehr die Spitzenkandidaten gewählt haben, sondern sie haben die Parteien und ihre Programmatik gewählt. Und da ist offenbar schon das Thema Klimawandel, das sozusagen das Kernthema der Grünen ist, etwas gewesen, das sehr viele bei den Grünen trotzdem mobilisiert haben. Und wenn man sich anschaut, wie stark die Grünen in Deutschland insbesondere verloren haben, aber auch in anderen Ländern, sind die Grünen eigentlich relativ glimpflich, auch mit der ganzen Affäre um Lena Schilling, sozusagen ganz glimpflich davongekommen. Ja, und auch der grüne Parteichef Werner Kogler hat sich zu den EU-Wahlergebnissen zu Wort gemeldet und auch da hören wir kurz rein. Richtig ist, wir hatten viel Gegenwind. Gleichzeitig sind wir sehr, sehr stabil geblieben. Wir lassen uns da nicht umblasen. Es ist so, dass natürlich es eine gewisse Zumutung war für Wählerinnen und Wähler, Sympathisantinnen. Wir haben auch einige Fehler gemacht. Da werden wir lernen, und zwar ganz sicher. Und insofern geht es auch schon wieder nach vorne. Und das, wofür die Grünen eintreten, Klima- und Naturschutz, das werden wir noch stärker als bis jetzt vertreten. Soeben Werner Kogler von den Grünen. Herr Kallner, wie ist denn das alles zu bewerten? Naja, was man, glaube ich, an dem Fall Schilling in Österreich sieht, was man an den Problemen der Freiheitlichen in Österreich sieht, die in unzählige Skandale verwickelt waren, was man sieht in Deutschland, AfD, die versunken sind jetzt in einem Skandal, der Spitzenkandidat rausgeworfen, die ganze Fraktion rausgeworfen aus ihrer Europafraktion. Diese Skandalgeschichten beeinflussen das Wahlverhalten viel weniger, als manche Politiker glauben. Ich würde den Politikern raten, konzentriert sich wirklich eher auf den Wettbewerb der Ideen, der Konzepte, lasst diese Skandalisiererei weg, sie bringt nichts, weil ich schon spüre aus vielen Studien, die wir machen, die Leute haben das Gefühl,
die sind eh alle gleich, die haben alle Dreck am Stecken und dadurch fällt das wechselseitig drauf. Und das hat man auch jetzt gesehen, das Ergebnis, das die Grünen da gehabt haben, das hatten wir auch schon vor der Affäre Schilling, das haben die Grünen deswegen gekriegt, weil viele Grüne Wähler unzufrieden sind, dass beim Klimaschutz in der Koalition zu wenig weitergeht. Und daher Finger weg, liebe Politiker, von der Skandalanrührerei, mehr konzentrieren auf die Sachthemen. Jetzt könnte es auch sein, also scheint so, als würde Thomas Weitz, der eigentlich Listenplatz 2 der Lena Schilling durch die Vorzugsstimmen überholen. Was würde denn das für die Grünen bedeuten? Ein Riesenglück haben die gehabt mit dem, weil der versteht was, der war in dem Parlament. Ich meine, ich bewundere die Frau Schillinger, dass sie sich das zutraut. Wer ein bisschen Ahnung hat, wie das Europäische Parlament funktioniert, also viel Glück, wie gesagt, das soll nicht abwertend klingen, aber sie hat natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Sie kennt dort niemanden. Das ist aber ein Parlament, ein Arbeitsparlament, wo man Beziehungen braucht in verschiedene Clubs, damit man dort was bewegen kann. Da redet man nicht beim Fenster raus und ist am nächsten Tag in der ZIP. Also daher haben die Grünen ein Riesenglück, dass der erfahrene EU-Politiker, der noch dazu vernetzt ist und ich glaube in der Grünen-Fraktion sogar eine Funktion hat, jetzt sozusagen die Nummer 1 ist. Und sie kriegt, glaube ich, jetzt das, was sie ohnehin gebraucht hätte, nämlich eine vernünftige Zeit, sich einzuarbeiten, das kennenzulernen, wie sind die Abläufe dort und sich ein Thema zu suchen, das sie beackern kann. Kommen wir jetzt noch zu den NEOS, die kleinen Gewinner der Wahl sozusagen. Sie haben ein zweites Mandat dazu bekommen. Wie ist denn das Wahlergebnis der NEOS einzuordnen und zu bewerten? Ja, die NEOS können unglaublich zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben. Und es ist ja das erste Mal seit längerem wieder, dass die NEOS überhaupt sozusagen wieder Zugewinne hatten. Ich gehe mal davon aus, dass das durchaus eine Motivation bewirken wird, dass es auch eine Mobilisierung für den Nationalratswahlkampf für die NEOS bedeutet. Trotzdem denke ich, müssen die NEOS schon schauen, dass sie ihr Profil auch klarer machen, wofür sie stehen. Das ist vielen nicht klar. Sie haben jetzt sicher gepunktet, weil sie mutige Ansagen hatten, weil sicher auch Helmut Brandstätter einen guten Fernsehwahlkampf vor allem auch geführt hat, den man halt einfach merkt, dass er sozusagen ein Fernsehprofi ist. Aber das wird natürlich für die Nationalratswahl nicht reichen. Und da glaube ich, ist es schon notwendig, dass sie noch klar aufzeigen, wofür sie stehen und auch in welcher Abgrenzung sie zu anderen Parteien sich sehen. Ja, und auch die NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, zeigt sich zufrieden und wir hören da jetzt mal kurz rein. Wir haben uns das ja angeschaut, im Jänner waren wir noch bei 7%. Das heißt, wir haben einen wirklich großartigen Wahlkampf gemacht mit einem Spitzenteam hier auch. Ja, das ist nämlich nicht nur, also der Helmut Brandstätter war großartiger Spitzenkandidat. Die Anna Stürk, eine tolle junge Frau, mit der wir jetzt mit einem zweiten Mandat auch eine starke Stimme in Europa sein werden. Aber das ist immer eine Teamleistung. Es hat alles wunderbar geklappt. Wir waren viel unterwegs in vielen Gemeinden in Österreich und diesen Schwung werden wir mitnehmen. Wir werden auch im Herbst zu den Gewinnern zählen. Ja, was haben die NEOS denn bei dieser Wahl richtig gemacht? Die NEOS haben absolut richtig gemacht und begriffen, es nicht allen recht tun ist das Gewinnmotto, sondern sich auf die Zielgruppe fokussieren und für die Zielgruppe gescheite Positionen, auch ein USB zu gewinnen, denn für das nur ich stehe. Das Problem, das ich bei den NEOS für die Nationalratswahl sehe, ist, dass sie halt trotzdem nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Sie sind natürlich, dass sie selber zulassen, dass sie ständig der Linken zugeordnet werden, ist meiner Meinung nach ein strategischer Fehler. Sie sind für viele, sie sind wirtschaftsorientiert, das wäre ihr USB. Aber sie sind natürlich für viele Leute, gerade am Land, die durchaus bürgerlich sind, auch wieder schwer wählbar, weil sie in der Frage der Zuwanderung auch so eine extrem liberale Haltung haben und daher als links gebrandet werden. Und ich bin froh, ich freue mich, dass die NEOS meinen Freund Sepp Schellhorn wieder jetzt gewinnen konnten für den Wahlkampf. Der ist ein Unternehmer, der steht im Leben, der ist verankert und das wird, glaube ich, diese Kernkompetenz der NEOS in Sachen Wirtschaft stärken. Und auf das sollten sie sich fokussieren und sozusagen die Orchideenthemen, die ein bisschen verhindern, dass man sozusagen an bürgerliche Menschen am Land rankommt, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund schieben.
Abschließend noch eine letzte Frage, denn nach der EU-Wahl ist vor den Nationalratswahlen. Welche Lehren müssen die Parteien denn aus der Wahl ziehen? Das ist eine gute Frage. Sie werden wie immer keine Lehren ziehen. Also sie werden weitermachen, man hat ja das schon gesehen, in der Kandidatendiskussion am Abend der Wahl, die haben sie befetzt dort, dass nur so die Funken gefrüht sind. Unverständlich, ja. Aber eigentlich müssen sie die Lehren ziehen, finde ich, alle miteinander, dass man einen zivilisierten Ton miteinander einsteigt, dass man tatsächlich sozusagen Themen abarbeitet und den Leuten Rezepte, verschiedene Rezepte zur Auswahl vorlegt. Das wäre eine super Geschichte, weil das wird das Klima in Österreich ein bisschen unterbringen. Und das bräuchte man vielleicht auch sonst noch, weil wir werden sehr volatile Verhältnisse haben. Es kommen 5 Parteien rein, es kommen 6 Parteien, es kommen vielleicht 7 Parteien rein. Und damit hat Österreich überhaupt keine Erfahrung, wenn so viele Parteien möglicherweise in einer Regierung sein müssen. Also das heißt, ein bisschen den Ton runter, netter miteinander umgehen und nicht immer nur über das reden, was uns trennt, sondern als Regierung vor allem die 3, 4, 5 Punkte ausarbeiten, wo wir was gemeinsam weiterbringen wollen. Ja. Heidi Glück, was können die Parteien für den Herbst mitnehmen? Ja, ich stimme da völlig dem Josef Kallinder zu. Wenn es eine Polarisierung wird und wenn es eine Schlammschlacht wird, dann können vor allem die großen Parteien nur verlieren. Ich glaube, es geht darum, dass sie konkrete Lösungsvorschläge für die Probleme darlegen, die die Menschen auch tatsächlich als Problem sehen. Und das ist aus meiner Sicht auch die große Chance, zumindest auch für die ÖVP und die SPÖ, weil das hat die FPÖ bis jetzt nicht zustande gebracht. Die FPÖ ist sozusagen eine Partei, die jetzt das System kritisiert und die sagt, das System ist schlecht und wir sind das Antisystem. Aber das reicht auch nicht, um Österreich in eine gute Zukunft zu bringen. Die Lösungsvorschläge aus der FPÖ kennt wahrscheinlich nicht einmal die FPÖ selber. Damit sage ich vielen Dank an meine beiden Gäste für diese Einschätzungen. Vielen Dank. Und wir kommen jetzt zur amtierenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die deutsche Parteienfamilie von der Leyen, die konservative CDU-CSU, gewinnt gestern dazu. Und auch EU-weit gibt es einen Zuwachs für die Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament. Wie von der Leyen das Wahlergebnis bewertet, schauen wir uns jetzt an. Diese Wahl auf europäischem Boden hatte 2 Grundbotschaften. Erstens, es gibt weiterhin eine Mehrheit für ein starkes Europa in der Mitte des politischen Spektrums. Mit anderen Worten, die Mitte hat gehalten. Aber es ist auch wahr, dass die Extremen auf der linken und auf der rechten Seite an Unterstützung gewonnen haben. Und deshalb ist dieses Ergebnis auch mit einer großen Verantwortung für die Parteien der Mitte verbunden. Wir mögen in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein, aber wir alle wollen ein starkes und ein handlungsfähiges Europa. Während meines gesamten Wahlkampfes habe ich intensiv daran gearbeitet, eine breite und eine handlungsfähige Mehrheit für ein starkes Europa aufzubauen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt auf die großen politischen Familien zugehen, die im letzten Mandat auch mit uns gut zusammengearbeitet haben. Das sind S&D, also die Sozialisten und Sozialdemokraten, und Renew, die Liberalen. Wir haben in den letzten 5 Jahren gut zusammengearbeitet. Das hat uns ein Fundament gegeben und an das können wir jetzt anknüpfen. Ich habe, wie gesagt, immer dafür gearbeitet, dass eine breite Mehrheit für ein starkes Europa zustande kommt. In diesen turbulenten Zeiten brauchen wir Stabilität, wir brauchen Verantwortlichkeit und wir brauchen Kontinuität. Ich habe in meiner ersten Amtszeit gezeigt, was ein starkes Europa auch alles erreichen kann. Und mein Ziel ist es, diesen Weg weiterzugehen mit denjenigen, die proeuropäisch sind, die pro-Ukraine sind und die pro-Rechtsstaat sind. Und über von der Leyen und die Wahlergebnisse in Deutschland spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Pfeiffer in Berlin. Herr Pfeiffer, klarer Wahlsieger bei der EU-Wahl war die Union. Große Enttäuschung hat es für die Ampelkoalition gegeben. Wie ist denn das EU-Wahlergebnis in Deutschland einzuordnen?
Nun, man hat ganz deutlich beobachten können, dass dieser Trend ins Konservative, nach rechts und auch nach rechts außen auch in Deutschland ganz klar abzulesen ist. Die Union, CDU, CSU, ist ja mit 30% siegreich aus dieser Wahl hervorgegangen. Sie hat sich schon vor der Wahl beispielsweise bei Migrationsfragen nach rechts bewegt. Und dann gibt es natürlich den großen Erfolg der AfD im Osten Deutschlands mit 15,9%. Wird sie zur zweitstärksten Partei. Also Ruck nach rechts, aber doch zeigt sich innerhalb Deutschlands eine gewisse Spaltung. Während die CDU, also eine gesichert und traditionell demokratische Partei, in den westlichen Bundesländern, ich würde fast sagen, der alten Bundesrepublik angesiedelt ist, hat die AfD im Osten, dort, wo es einmal die DDR gab, also in den 5 ostdeutschen Bundesländern, ihre großen Erfolge gefeiert und ist dort zur stärksten Partei geworden. Das ist das eine, was man bilanzieren kann. Das andere ist, die Regierung dieses Landes, die Ampelkoalition von Olaf Scholz, ist extrem geschwächt. Die SPD hat schmerzlich verloren. Noch nie so viel noch nie so wenig hat sie erreicht in einer bundesweiten Wahl wie bei dieser Europawahl mit 13,9%. Und vor allem stark hat es auch die Grünen erwischt. Sie verlieren 8,5%. Das heißt, die regierende Koalition dieses Landes ist sehr geschwächt und weiß noch nicht recht, wie sie damit umgehen soll. Jedenfalls hat sich der Bundeskanzler Olaf Scholz noch mit keinem Wort zu dieser Niederlage geäußert. Ursula von der Leyen, wir haben Sie vorher gehört, will wieder Kommissionspräsidentin werden. Sie braucht aber Unterstützung bei ihrer Wiederkandidatur. Von wem wird sie die denn bekommen? Nun, wir haben es gerade gehört. Sie hat hier eine Pressekonferenz in Berlin gegeben, gemeinsam mit Friedrich Merz, dem CDU-Chef. Sie wirbt um die Stimmen der Sozialdemokratie und auch der Liberalen. Sie will ja die neue Kommission aus der Mitte heraus entwickeln in Europa, um in diesen turbulenten Zeiten, wie sie sagte, für Stabilität zu garantieren. Das ist einigermaßen interessant, denn gerade vor der Wahl hatte Ursula von der Leyen ja damit aufsehen erregt, dass sie auch nach rechts geschielt hat, nach rechts, nach Italien, in den Süden, zu Giorgia Meloni. Sie hat ja versucht, Verbindungen aufzubauen, auch zu den Fratelli d'Italia, die ja nun wirklich eine postfaschistische Partei sind mit einer sehr starken rechten Tradition. Nun aber soll das anders sein, das hat seinen Grund. Friedrich Merz hat darauf hingewiesen, sie kann, wenn sie über die traditionelle Mehrheit mit Sozialdemokraten und Liberalen verfügt, auf ungefähr 400 Stimmen zählen. Das würde für eine Mehrheit reichen, dann würde sie die Unterstützung Melonis gar nicht brauchen. Aber es wurde auch ausdrücklich gesagt, Ursula von der Leyen hält sich die Tür offen, das sagte sie selbst. Friedrich Merz hat es etwas schärfer formuliert, er hat gemeint, wir lassen uns von niemandem vorschreiben, mit wem wir Gespräche führen. Das heißt, das Rennen ist offen und auch die umworbenen Sozialdemokraten zumindest haben Bedingungen gestellt. Sie haben gesagt, von der Leyen darf nicht mit Rechtsaußenparteien oder gar Rechtsextremen zusammenarbeiten. Ansonsten würde die Sozialdemokratie ihre Unterstützung untersagen. Also in diesem Fall muss man sagen, das Rennen ist offen, wiewohl Ursula von der Leyen durch das starke Ergebnis der EVP, also der christdemokratischen Parteien, gestärkt ist und zu Recht auf eine Wiederwahl als Kommissionspräsidentin hoffen darf. Ja, die AfD freut sich bei der EU-Wahl in Deutschland über Zugewinne, aber der AfD-Politiker Maximilian Krah wird nicht Teil der künftigen AfD-Delegation im Europaparlament sein. Warum haben die Abgeordneten denn gegen ihn gestimmt? Der Grund ist, die AfD will auf europäischer Bühne doch eine größere Rolle spielen. Sie ist ja seit 2 Wochen eigentlich oder 3 Wochen isoliert auf dem Brüsseler Parkett, weil Marine Le Pen, die Chefin von Rassemblement National, die AfD aus der Fraktion Identität und Demokratie ausgeschlossen hat. Der Grund war Maximilian Krah, sein Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica, wo er meinte, dass nicht alle Vertreter der Waffen-SS kriminell
schnell gewesen sein. Also er artikuliert da eine gewisse Wertschätzung für die Truppe, Hitlers Truppe, die besonders gewalttätig war. Das war Marine Le Pen zu viel. Sie will ja salonfähig werden, wie wir immer wieder hören, und hat daher dafür gesorgt, dass die AfD aus der Brüsseler Fraktion ausgeschlossen wurde. Und nun will die AfD das ganz einfach wieder rückgängig machen. Sie will wieder Gespräche führen, will wieder rein in die Fraktion Identität und Demokratie, wie immer sie dann auch heißen mag nach dieser Wahl. Und das Bauernopfer gewissermaßen ist Maximilian Krah. Er wurde heute von der AfD-Delegation in Berlin ausgeschlossen. Und der neue Chef der Delegation, René Aust, meinte, man könne nun Voraussetzungen schaffen, um wieder mit Marine Le Pen ins Gespräch zu kommen. Ob das gelingt, ist offen. Maximilian Krah ist ein sehr kampfeslustiger, streitbarer Mann, wie er heute selbst gesagt hat. Und als Zeichen dieser Kampflust hat er gleich betont, dass er sein errungenes Mandat annehmen wird und in Brüssel einfach weiterarbeiten will. Mit oder ohne AfD, das sei ihm eigentlich egal. Ja, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach der Niederlage gegen Le Pen Neuwahlen ausgerufen hat, fordert jetzt auch der CSU-Chef Markus Söder Neuwahlen. Wie sind denn da die Reaktionen? Ich habe es vorhin schon gesagt, die Ampelkoalition muss sich erst einmal sammeln, aber sie ist nun Zielscheibe von ziemlich großen Attacken. Friedrich Merz, der schon erwähnte CDU-Chef, hat gemeint, das sei ein desaströses Ergebnis für die Ampelkoalition. Der von Ihnen erwähnte Markus Söder hat heute gesagt, König Olaf sei ein König ohne Land. Er solle die Vertrauensfrage stellen, er solle auch dann zurücktreten. Und auch Alice Weidel, die sehr selbstbewusste, mittlerweile sehr selbstbewusste Co-Vorsitzende der AfD, hat gemeint, Scholz solle doch den Mut haben, wie Emmanuel Macron, sich stellen und Neuwahlen ausrufen. Aber all das wird höchstwahrscheinlich nicht geschehen. Der Sprecher von Olaf Scholz hat heute Mittag gemeint, keine Sekunde habe man daran gedacht, das Feld zu räumen und Neuwahlen auszurufen. Vielmehr will die Ampelkoalition nun versuchen, nach permanentem Streit in den letzten Monaten und Jahren, muss man fast sagen, versuchen, sich zusammenzuraufen und gemeinsam voranzugehen während der letzten eineinhalb Jahre dieser Legislaturperiode. Das wird allerdings sehr schwer, denn demnächst stehen die Haushaltsverhandlungen an und alle drei Parteien der Ampel, die SPD, die FDP und auch die Grünen, haben schon gesagt, dass sie sich da besonders profilieren wollen und mit besonderen Forderungen finanzieller Art da in den Bundestag gehen. Das lässt weiteren Streit vermuten. Ich glaube, die Ampelkoalition hat den Weg aus dieser Krise, die nun in aller Schärfe vor uns liegt nach diesen Europawahlen, sie hat diesen Weg noch nicht gefunden. Damit sage ich vielen Dank, Andreas Pfeiffer, und liebe Grüße nach Berlin. Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben bis gestern die 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt. In Frankreich, Italien oder eben auch Österreich haben rechte Parteien den ersten Platz geholt. Was die Wahlergebnisse für das nächste EU-Parlament bedeuten, das hat meine Kollegin Christine Meyer-Bohusch heute Vormittag Paul Schmidt gefragt. Er ist von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Naja, also man kann, glaube ich, von dem österreichischen oder auch von dem französischen Ergebnis nicht eins zu eins auf das Europäische Parlament schließen. Wenn wir uns das Europäische Parlament ansehen und die neue Zusammensetzung jetzt nach dem Wahlsonntag, dann hat die Europäische Volkspartei dazugewonnen. Die Sozialisten bleiben relativ stabil bei ihrem Wert von 2019. Die Liberalen und die Grünen haben rund 15-20% ihrer Sitze verloren. Und rechts außen, da gibt es ja zwei Fraktionen, die EKR, Europäische Konservative und Reformisten, die haben rund 8-9 Sitze gewonnen. Und bei der I- und D-Fraktion, das ist dort, wo die FPÖ dabei ist, die haben auch leicht zugelegt. Aber diesen Durchmarsch der Rechtspopulisten, den gibt es auf europäischer Ebene nicht. Also den Durchmarsch gibt es nicht. Aber was bedeutet das jetzt trotzdem für mögliche Mehrheiten und Bündnisse? Also auf europäischer Ebene gibt es nach wie vor eine stabile Mitte, Zentrumsparteien, die konstruktiv
an Gesetzen weiterarbeiten werden und den Konsens suchen. Wir haben bei Liberalen, Volkspartei und Sozialisten eine Größenordnung von rund 400 Mandatare. Der nächste Kommissionspräsident, die nächste Kommissionspräsidentin wird bei einer Wahl mindestens 361 Mandatare brauchen. Also diese Mehrheit ist da. Die Frage ist, inwieweit arbeiten Sie zusammen? Inwieweit passen Sie thematisch zusammen? Einigen Sie sich darauf, dass Sie gesamteuropäisch hier etwas weiterbringen wollen? Und inwieweit sind die Konservativen interessiert, hier zum Beispiel mit dem Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni gemeinsame Sache zu machen? Wenn zum Beispiel die aktuelle Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wiedergewählt werden möchte, und das ist ihr strategisches Ziel, dann braucht sie natürlich Giorgia Meloni und die Unterstützung, jede Unterstützung, die sie bekommen kann, weil es geht bei dieser Abstimmung um eine geheime Wahl. Und schon 2019 war die Wahl von Ursula von der Leyen ganz, ganz knapp. Da gab es nur einen Überhang von 9 Stimmen. Und wir wissen, dass rund 10-15% dieser Koalition zwischen Liberalen, Konservativen und Sozialisten möglicherweise anders stimmen in dieser geheimen Wahl und die ihre Stimmen nicht Ursula von der Leyen geben würden. Das heißt, möchte sie durchkommen, und das ist, glaube ich, ihr großes Ziel, sonst wird sie sich keine Abstimmung stellen, dann braucht sie Giorgia Meloni und andere, und sie musste einen inhaltlichen Spagat hinlegen, um von ihrer Koalitionsseite nicht viele Stimmen dann zu verlieren, wenn sie nach rechts versucht, Brücken zu bauen. Das heißt, sie bräuchte dann auch rechte Stimmen für ihren Wahlerfolg. Sie haben gesagt, den extremen Rechtsruck sehen Sie nicht. Es gibt immer noch eine proeuropäische Mehrheit. Trotzdem haben die rechten Parteien dazu gewonnen. Was können denn diese Parteien mit ihrer neuen Stärke anfangen? Also wenn man es auf die einzelnen Länder herunterbricht, dann ist das schon bemerkenswert, was sich da jetzt an Verschiebungen auftut. Nehmen wir Deutschland und Frankreich. Beide als Tandem sind ja quasi der Motor der europäischen Integration und ganz, ganz wichtig, um Initiativen zu starten und die dann auch umzusetzen. In Frankreich, wir haben es vorher gehört, hat jetzt Le Pen mehr als doppelt so viele Stimmen wie der liberale Macron bekommen. Und in Deutschland, CDU, CSU, mehr als doppelt so groß wie die SPD. AfD an zweiter Stelle, Bündnis Sarah Wagenknecht hinaufgegangen. Die Grünen haben stark verloren, das heißt eine Absage und eine Schwächung der Ampelkoalition in Deutschland. Das heißt, Deutschland und Frankreich, dieser Motor der europäischen Integration, der strauchelt ganz gehörig, würde ich mal meinen. Und was wir auch sehen können auf europäischer Ebene, ist wahrscheinlich eine thematische Schwerpunktverschiebung. Also all das, was beschlossen wurde im Bereich gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, das muss jetzt einmal erst umgesetzt werden. Und da wird man genau darauf schauen, ob hier wirklich Fortschritte gelingen. Der Sicherheits- und Verteidigungsbereich wird immer wichtiger. Auch das ein ganz essentieller strategischer Schwerpunktbereich der nächsten Europäischen Kommission. Dann haben wir natürlich alles, was Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit ist, also Beschäftigung schaffen, Unternehmen unterstützen in diesem Spannungsfeld, geopolitischen Spannungsfeld zwischen China und den USA. Und als vierter Punkt sicherlich den Kampf gegen den Klimawandel, wo eigentlich eine Mehrheit der Gesetze schon beschlossen wurde und die sind rechtlich verbindlich. Aber hier gibt es natürlich auch großen Gegenwind und hier geht es jetzt um die Umsetzung. Und die Frage ist, inwieweit kann man sich das auch leisten? Inwieweit ist das praktikabel und umsetzbar? Und an welchen Schrauben muss gedreht werden, um diesen Green Deal noch effizienter und besser zu machen? Weil er braucht Unterstützung, weil ohne Unterstützung wird er nicht funktionieren. Sie haben da jetzt die großen Themen und Herausforderungen für die Europäische Union schon angesprochen. Da könnte es natürlich Auswirkungen haben. Wie sehen Sie denn da jetzt die Gefahr von Blockaden oder auch von antieuropäischen Gesetzen? Also die Blockademöglichkeit im Europäischen Parlament hält sich begrenzt. Die Zahlen geben das derzeit so nicht her. Aber natürlich, die Rechtsaußenfraktionen haben als Hauptinteresse bremsen, blockieren und verhindern. Und es geht wirklich darum, dass sich diese Zentrumsparteien der Mitte gesamteuropäisch aufstellen, um eine Blockade nicht zuzulassen und um gemeinsam hier Europa
weiterzuentwickeln. Und dann gibt es noch den Europäischen Rat. Ich glaube, dass die rechtsnationalistischen Parteien die Wahlen zum Europäischen Parlament eigentlich nur als Etappe sehen und das Ziel sind nationale Wahlen. Und das große Ziel von Le Pen zum Beispiel ist ja, Präsidentin zu werden. Und jetzt haben wir noch die Parlamentswahlen, die auch ausgerufen wurden für die nächsten 3 Wochen. Und auch für die FPÖ in Österreich ist das Hauptziel die Nationalratswahl. Also was wirklich im Europäischen Parlament passiert, an konstruktiver Arbeit ist, glaube ich, nicht Ihre Priorität. Ihnen geht es darum, diese Testwahl zu gewinnen, zum ersten Mal Erster zu sein oder ganz weit vorne zu sein und in einer Pole-Position für die nationalen Wahlen zu sein. Weil letztlich interessiert Rechtsnationalisten weniger Europa, sondern nationale Wahlen, nationale Interessen stehen im Vordergrund und man möchte gewinnen und man möchte in die Regierung und über die Regierung dann die europäische Integration beeinflussen. Kommen wir da gleich zur FPÖ in Österreich. Sie haben vor kurzem dato auch eine Studie gemacht. Was weiß man denn darüber? Wollen die Wählerinnen und Wähler jetzt da aus der Europäischen Union raus oder sind sie einfach nur EU-kritisch an sich? Was weiß man denn da darüber? Also die Zahl der Austrittsbefürworter, der tatsächlichen Hardcore-Austrittsbefürworter ist begrenzt. Die ist rund 20-22% aktuell, je nach tagespolitischer Verfassung und Entwicklung. Und ihr gegenüber stehen stabile 66%, das heißt eine Zweidrittelmehrheit jener, die sagen, nein, nein, wir sind vielleicht mit vielen Sachen nicht wirklich einverstanden und kritisieren sie, aber wir sind glücklich und froh, Teil des europäischen Familie zu sein. Also das ist nicht das Thema, aber die FPÖ hat das anscheinend geschafft, ihr Wählerklientel darüber hinaus zu mobilisieren. Und diesen Widerspruch aufzulösen, dass sie eigentlich die Europäische Union rückabwickeln wollen, aber trotzdem die Leute irgendwie zu den Wahlurnen bringen wollen. Sie sind jetzt in der Pole Position. Das war sicherlich eine Protestwahl. Das war eher eine Wahl gegen etablierte Parteien, gegen ein System. Es ist gelungen, Dampf abzulassen und die Frustration war so hoch, dass man hier gegen die anderen wählen wollte, vor allem. Und die Stimme oder die Stimmen, die haben die FPÖ bekommen. Wie geht es denn jetzt in der Europäischen Union weiter? Die Wahl ist geschlagen. Wie schauen denn da die nächsten Schritte aus? Also die nächsten Schritte sind, dass sich das Europäische Parlament hier treffen muss. Das heißt, die politischen Familien kommen in Brüssel zusammen und versuchen jetzt, Fraktionen zu bilden. Es gibt die Fraktionen, die wir aktuell kennen, noch von der letzten Legislaturperiode, die können sich verändern. Da kann sich auch die Zusammensetzung verändern. Wir haben jetzt 7 Fraktionen, möglicherweise sind es in Zukunft 6 oder 8. Die Frage ist, wo geht die ungarische Fidesz dazu, wo geht die AfD dazu? Es gibt viele neue Parteien, die sich erst orientieren müssen. Es gibt Fraktionslose. Also das muss ich jetzt formen. Dann werden Fraktionsvorsitzende gewählt. Dann wird die Parlamentspräsidentin gewählt. Das ist höchstwahrscheinlich die konservative Roberta Metsola für die nächsten 2,5 Jahre, die ja jetzt schon Präsidentin ist. Und dann ist das Europäische Parlament einmal positioniert. Und dann werden diese Personen mit den relevanten Persönlichkeiten aus dem Europäischen Rat verhandeln. Und auch mit Ursula von der Leyen, so sie denn vom Europäischen Rat von den Regierungschefs nominiert wird, verhandeln. Und es wird darüber diskutiert, okay, wie sieht die nächste Europäische Kommission aus? Wie wird sie strukturiert? Welche Zuständigkeiten gibt es? Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden gesetzt? Und was braucht es, um hier diesen Kompromiss und Konsens herzustellen, damit die designierte Kandidatin oder der designierte Kandidat für den Kommissionspräsidenten dann auch eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt? Der Europäische Rat wird sich das alles anhören. Dann braucht ein Kandidat oder eine Kandidatin eine qualifizierte Mehrheit bei den Regierungschefs und dann eine Mehrheit im Europäischen Parlament, um Kommissionspräsident zu werden. Und das ist jetzt das Wichtigste und Entscheidendste. Aber bei den Regierungschefs und bei den Mitgliedstaaten geht es noch um mehr. Da geht es ja auch um eine inhaltliche Schwerpunktsetzung. Es geht auch darum, wer wird Außenbeauftragter der Europäischen Union, wer wird Präsident des Europäischen Rats. All das kommt noch dazu, beziehungsweise es braucht eine geografische Balance, es braucht eine Geschlechterbalance, es braucht eine Balance zwischen den europäischen Parteien. Also das sind alles Kriterien, die hier einfließen. Und dann
Dazu kommt natürlich auch das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich wie ist die nationale Verfassung der Regierungschefs? Welche Wahlen stehen an? Man wird sicherlich auch warten müssen, bis die Wahlen in Frankreich geschlagen werden. Das heißt, vor Mitte Juli wird es diesbezüglich keine Entscheidung geben und möglicherweise eine Abstimmung im Parlament erst im September. Und wie schätzen Sie das ein? Wie stehen die Chancen für Ursula von der Leyen, dass sie wieder Kommissionspräsidentin wird? Also die Chancen stehen besser, dass es wird, als dass es nicht wird, würde ich meinen. Sie ist Amtsträgerin, sie ist Favoritin, sie ist die Spitzenkandidatin jener politischen Partei auf europäischer Ebene, die am stärksten ist, die Europäische Volkspartei. Die Europäische Volkspartei hat dazu gewonnen, aber es gibt keinen Automatismus. Es ist kein Selbstläufer. Sie muss um die Mehrheit kämpfen und das ist eine große Herausforderung. Also sie muss wirklich es zustande bringen, hier einen inhaltlichen Spagat hinzulegen und Kompromisse vorzuschlagen, wo alle mitgehen können. Also gegessen ist es noch nicht. Garantie ist es keine. Vielleicht gibt es auch Interessen, die noch nicht wirklich auf den Tisch gelegt werden von einzelnen Personen oder Bewegungen, die vielleicht Ursula von der Leyen nicht mehr als Kommissionspräsidentin sehen wollen. Das heißt, es liegt jetzt an ihr, diese Gespräche zu führen und eine Mehrheit sich zu organisieren, sowohl bei den Mitgliedstaaten als auch im Europäischen Parlament. Sie ist Favoritin, Selbstläufer ist es nicht, spannend wird es auf jeden Fall. Gegen Ende der Sendung kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema, und zwar zu den schweren Unwettern, die über Österreich gezogen sind. Hagel, Starkregen und Überflutungen führen dazu, dass in manchen Teilen Österreichs die Lage weiterhin dramatisch ist. Besonders betroffen sind die Steiermark und das Burgenland. Dort ist am stärksten der Bezirk Oberwart betroffen. Flüsse traten über die Ufer, viele Straßen sind zerstört. In Mischendorf wird seit gestern auch ein 77-jähriger Mann vermisst, der nach seiner Stimmabgabe für die EU-Wahl nicht mehr nach Hause gekommen ist. Seit gestern werden die Einsatzkräfte im Burgenland durch das Bundesheer unterstützt. In der Steiermark sind die angekündigten Gewitter weitgehend ausgeblieben. Die Situation ist aber nach wie vor sehr angespannt. Vor allem der Norden des Bezirks Graz-Umgebung sowie der Ost. Steirische Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind stark betroffen. In der Steiermark waren und sind mehr als 5000 Feuerwehrleute im Einsatz und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat es heute Morgen schon wieder heftig zu regnen begonnen, berichtet Johann Puntiger. Die Betroffenen hier in Unterlungitz arbeiten seit Samstagabend quasi durchgehend am Beseitigen der zerstörten Habseligkeiten. Enorm auch die Schäden abseits der Wohnhäuser. 4000 Puten sind teilweise viele Kilometer weit abgetrieben worden. Hier läuft jetzt eine Einsammelaktion der Kadaver. Mehr als 500 Kräfte der Feuerwehr sind hier im Einsatz mit 100 Fahrzeugen. Die lokalen Kräfte werden dabei von Einheiten aus Volzberg, Radkersburg, Deutschlandsberg und Feldbach unterstützt. Die Kräfte, die vorwiegend aus dem Bereich Radkersburg zu uns hier gekommen sind, deren Aufgabe ist in erster Linie mal das weitere Aufräumen der Schlammmassen, der Geröllmassen, der Massen an Haushaltsgeräten, die hier da teilweise schon auf der Straße liegen und noch aus den Kellnern und Häusern zu entfernen sind. Und auch ein Pioniertrupp des Bundesheers ist hier gestern aus Graz eingetroffen. Brücken werden behelfsmäßig wieder aufgebaut. Und auch in Tirol sind schwere Gewitter niedergegangen. Riesige Hagelkörner haben im Bezirk Kufstein entlang der Eibergstraße rund 30 Fahrzeuge schwer beschädigt. Auch im Bezirk Kitzbühel haben Hagelkörner große Zerstörungen angerichtet. Diese Aufnahmen stammen aus Kirchdorf im Bezirk Kitzbühel. Riesige Hagelkörner sorgen für Schrecken und Zerstörungen. Ebenfalls aus Kirchdorf ist dieses Video, das die Hagelgeschosse auf eine Gartenlaube zeigen. Am meisten Zerstörung haben die Hagelkörner aber entlang der Eibergstraße im Bezirk Kufstein angerichtet. Die riesigen Geschosse durchschlagen zum Teil die Windschutzscheiben von rund 30 Autos. Die LenkerInnen können nicht mehr weiterfahren. Die Fahrzeuge werden abgeschleppt, die gestrandeten Lenker in einem Gerätehaus versorgt und dann vom Roten Kreuz nach Hause gebracht. Die Hagelversicherung schätzt den in Tirol entstandenen Schaden auf mehr als 1 Million Euro. Ja, das war eine aktuelle Spezialausgabe an dem Tag nach der EU-Wahl. Ein weiteres kurzes News-Update gibt es dann um 19.20 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis dahin sage ich im Namen des gesamten Teams danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.